Helle? Musst du schon ein Stück neu. Ich guck halt, weil ich will. Das Seil reicht bis runde. Okay. Da ist eine Umbaustelle. Da ist eine Umbaustelle. So, erstmal ein herzliches Guten Morgen. Wir haben noch gar nicht Guten Morgen gesagt. Ja, wir sind wieder in einer neuen Höhle, von da oben kommen. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir haben mal jede Menge Seil dabei. Gucken wir mal. Stehst du? Nein. Ich habe hier oben nichts zu tun. Was hast du denn vor? Mich hinstellen. Jo, erste Hürde ist geschafft. Kleine Freigletterei hier zur ersten Sicherung. Geht's weiter hoch. Die Bianca macht einen Vorstieg, die baut jetzt den nächsten Sicherungspunkt ein. Wir haben keine Ahnung, was der Weg ist. Wir wissen, dass da hinten irgendwann mal bergab geht. Aber sonst wissen wir nichts. Zum Glück habe ich einen neuen Helm. Der hat gleich erstmal ein paar neue Dellen. So, ich werde jetzt überlegen, ob wir die da draus machen wieder. Bevor wir die dann abbauen, müssen wir die wieder neu bauen. Ja, oder du lässt sie drin gleich. Ich weiß aber nicht, was wir hinten Material haben. Gut, das ist ein Argument. Wenn wir überhaupt da hinten richtig sind, ich weiß ja gar nicht, wo es da weitergeht. Ich bin jetzt das Safe, ne? Ja, ich hab dich hier eingehängt. Ja, die Sanduhr ist stark genug. Ich denke, die ist stabil. Weil da können wir es nicht schön abziehen. Ja, ich denke, die ist stark genug. Wir sollten vielleicht vorher da nochmal dran klopfen oder so, ob sie auch hält. Aber die schaut sehr stabil aus. Ist ja fast unterschenkeldick, hätte ich. Also hier geht's ein bisschen weiter zum Schlufen. Bleib du mal unten, ich guck mal, ja? Ja, schau dich mal um was. Okay. Ja, es geht hier steil bergauf. Ziemlich eng, die ganze Geschichte. Ach, den Schleifstock, den kann ich, glaube ich, hier neu stellen. Das führt zu zweit. Ein bisschen eng jetzt im Moment. So. Ich mache immer einen doppelten. Rockst du nicht? Mach ich immer. Gut. Jetzt sind. So. Jetzt ziehen wir uns erst mal das Seil raus. Das ist warm. Welcher ist jetzt welcher? Ist das der?
so prinzipiell alles runterschmeißen. Dann ist ja aufgeräumt. Was heißt hier runterschmeißen? Du bist schätzig. Ja, ich weiß ja nicht, was da kommt. Also vor mir kommt jetzt erst einmal noch ein paar Zentimeter. Aber das geht so steil nach unten, da möchtest du nicht rücklings oder bäuchlings runterrutschen. Ja, gesichert auf alle Fälle. Definitiv. Ich würde sagen, hier mal einbauen und dann vorsichtig runterkleiden. Ja. Um mal zu gucken, was da eigentlich jetzt dann kommt. Ich kann es dir nicht sagen. Ja, ich vermute, es geht jetzt schon wieder hin und her. Ich weiß ja nicht, wie weit es nun geht, ob es nur ein Stück ist. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Expedition. Oh wow. Ich habe jetzt hier überall das Seil an den Füßen. Das fällt also nirgendwo rein. Bitte? Das fällt nirgendwo rein. Jetzt im Moment nur nicht, ich habe ja noch Platz hier. Darum sage ich ja, lass mich hier erstmal durchrutschen. Okay, bin ich gespannt. So, ein bisschen von da aus sind wir gekommen. Hier, da geht's jetzt. Hier bauen wir uns nochmal eine Umbaustelle ein. Dann ziehe ich mir jetzt das Seil ein Stück hoch. So, Spaß. Ist mal wieder faszinierend, was sowas hält. Also, ja. Ich gucke erst mal, wo es hier weitergeht. Jo. Weil ich bin schon fast unten und hier wird es wieder verdammt eng. Seht ihr, da kommt Batman. In seinem roten Kostüm. Geil, Nomad. Keine Ahnung, die Tiefen jetzt sind. So, die Wolke geht jetzt hoch. Du kannst dich hier ganz gechillt hinstellen. Ja, Leute, das war's. Das ist eine schöne. Schöne Höhle vom Charakter her. Geht alles ein bisschen so verblockt, versetzt runter. Über mehrere Umbaustellen. Cooles Ding. Kommen wir irgendwann nochmal her. Ja, wir sind wieder auf dem Weg nach oben. Danke, schon wieder am Austrittsschacht. Leider hat sich jetzt die andere Kameraleuchte verabschiedet. Ich hoffe, ihr seht so auch ein bisschen was. Wir sind wieder draußen. Ich hoffe, man hat ein bisschen was sehen können an Bildern. Es war ein bisschen schwierig zu filmen heute, weil es war ja teilweise über mehrere Ebenen in die Schächte runter, dank mir der Umbauerei, war es nicht gar so einfach. Deine Mütze sitzt nicht gerade. Meine Mütze sitzt nicht gerade, sagt die Kamerafrau gerade. Ja, kommt auch vom Helm, aber egal. Ja, von der GoPro ist auch das halbe Zubehör auseinandergefallen, also rundum ein bisschen Schwund ist immer. Ja, wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, einen Kaffee trinken oder vielleicht mal noch eine Nachbarhöhle anschauen, keine Ahnung. Wir hoffen, euch hat das Video wieder ein bisschen gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch, abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Höhlenabenteuer. Macht's gut, bis bald, schöne Zeit.